So, Freunde. Ja, Folge 8, Folge 7, ich weiß es gar nicht mehr. Jedenfalls viel zu viel Folgen vom Autobahnpolizeisimulator, aber da ihr immer mehr davon wollt und ihr mich leiden sehen wollt, ihr sadistisch seid, aber ich trotzdem so blöd bin und es weiter spiele, machen wir das halt, ne? Freies Spiel, ich mache jetzt nur noch freie Spiele. Nichts mehr Kampagne, kein Bock mehr. Ich entscheide selbst, wann meine Schicht zu Ende ist. Denn ich bin ab sofort mein eigener Chef. Und Chantal hat sich mir unterzuordnen. So, wenn wir diese Kackschicht nochmal starten, es gab ja wieder leichte Turbulenzen beim nächsten Mal. Wisst ihr was? Wir nehmen jetzt... Können wir die nehmen? Ja. Öffnen Joy 6F. Super. Toll. Wir nehmen jetzt hier die Zivi-Schleude. Ist natürlich ganz toll, wenn wir hier mit unseren fetten Uniformen drin sitzen, ne? Wie toll. Also, sag mal so, der Polizeisimulator 2013 hat es wenigstens noch hinbekommen, wenn wir eine Zivi-Schicht hatten, dass wir auch in Zivil gekleidet waren. Hier haben sie ihre Uniform an. Da brauchen wir eigentlich auch keinen Zivilwagen. Ist egal. Ab auf die Autobahn und ein bisschen für Recht und Ordnung sorgen auf den bundesdeutschen Straßen. So. Wie ist es eigentlich mit Blaulicht? Was passiert dann? Blaulicht ein. Hä? Moment. Wo ist hier das Blaulicht? Im Wagen! Ist die Disco-Kiste! Chantal entblättert sich jetzt langsam zu einem heißen Strip bei tollem Blinklicht. Naja. Ich hätte jetzt wenigstens gedacht, dass der so ein Magnet-Blaulicht aufs Dach pappt. Hallo? Scheiß LKW. So, ich werde jetzt hier mal ein bisschen... Ja, der sieht verdächtig aus, was die Farbe betrifft. Ich werde mal... Wie kann ich nicht mustern? Schicht... Ach so! Schichtende betritt die Wache? Willst du mich verarschen? Neustart. Hä? Wieso fängt der genau da an, wo ich aufgehört habe? Ja. Nochmal. Ich weiß nicht, es hat jemand geschrieben, man könnte das Auto besser steuern. Angeblich wäre der ein bisschen besser zu steuern als der normale Streifenwagen. Das kann ich schon mal verneinen. Bei mir zumindest nicht. Okay. Warten wir mal ab. Vielleicht schafft er ein bisschen mehr als 180 Stundenkilometer. Er rammt auf jeden Fall mindestens genauso viele Leitplanken wie das andere Auto. So. Einsatzbefehl über Funk müssen wir einstellen, damit wir hier gleich einen Einsatzbefehl auch bekommen. Aber erstmal Funktionen, Aktionen. Hä? Schichtende? Wieso schreibt der jetzt schon wieder, Schichtende betritt die Wache? Lässt sich die Schicht jetzt nicht neu starten? Muss ich jetzt wirklich... Zentrale am Cabella Sumpf 02. Fahren Sie zur Wache weiter. Ich glaube, das Ding will mich verarschen. Warum muss ich die Wache betreten? Ich habe doch gerade erst angefangen. Ja, so möchte ich auch mal in Wirklichkeit mein Geld verdienen. Betritt die Wache. Was betritt die Wache? Ich steige jetzt noch einmal ein. Schichtende betritt die Wache. Habe ich das Spiel jetzt gecrashed? Okay, ich muss jetzt hier aussteigen und mich vor den Eingang stellen. Wie so eine Rummelnutte. Zentrale an Norbert Mohr, 01. Melden. Ja, melden. Ich komme mir ein bisschen dämlich gerade vor. Gut, wohl. Oh Mann, hat meine Alkohol. Ah ja, das ist aber vielleicht gar nicht mal so unrealistisch, ne? Das ist ja halt dieses typische deutsche Beamtentum, ne? Macht keinen Sinn, aber muss halt so sein. Steht in der Vorschrift und deswegen... ist das hier im Simulator eingebaut. Wie toll. Jetzt kann ich endlich... Nein. Handbremse lösen und jetzt geht hier der Punk ab. Und... Es wurde ein Fahrzeug am Straßenrand gemeldet. Ja, ein Polizeiauto. Stellen Sie schnellstmöglich die normale Verkehrslage hinterher. Ja, ja, ja. Okay. Warum die Kamera sich auch nicht automatisch dreht? Muss man es mir unnötig schwer machen hier jedes Mal, diesem Scheißspiel.
Ah! Signale. Sirene. Ah, ein bisschen Sirene wieder. Ah. Junge, Junge, Junge. So, 6,7 Kilometer. Ich glaube, mich streift ein Bus. Geht's vielleicht noch ein bisschen weiter? Mann! Ich habe ja versucht, in der letzten Folge das Ganze wieder ein bisschen kürzer zu gestalten. So, Herrschaften. Wie komme ich jetzt wieder auf die Autobahn? Das war zumindest unser erstes wirkliches Cobra 11-Erlebnis. Jetzt sind wir Offroad. Ja, danke. Wäre ja auch ein Wunder, wenn der Herr Duddle einmal ein Spiel nicht crashen würde. Naja. Zum Glück gibt es das Neustart-Feature. Oh Mann. Ja, ja. Wisst ihr was? Das Auto ist scheiße. Ich nehme wieder den normalen Streifenwagen. Das bringt ja eh nichts hier in der Uniform. Also ich glaube, dujenige, der geschrieben hat, man kann das Civi-Auto besser steuern. Entweder hast du eine andere Version oder du hast es ja wirklich eingebildet. Das ist ja grauselig. Mann. Ja, wie lange nehme ich jetzt schon auf? Ich habe noch nichts gemacht. Außer Blechschäden. Und es geht natürlich lustig weiter. Ah, Mann. Will ich jetzt hier meine Initialen in den Beton rein ritzen? Ratschen? Melden Sie sich. Quietschen? So, Funkstatus ändern. Ne, wichtig für die XP. Ja, gibt gleich mal 100 XP. Das Spiel belohnt uns an jeder Ecke. Cabella Sumpf 2, an Zentral, Einsatz beendet. Naja, jetzt wissen wir wenigstens, die Leitplanke ist nicht die Grenze. Wir können über die Leitplanke. Allerdings kommen wir dann nicht mehr zurück zur Autobahn. Wir fallen halt aus der Welt. Aus allen Wolken gefallen. Ha, ha. So, Aktionen. Jetzt werde ich mal hier eine Geschwindigkeitsmessung vornehmen. Nein, möchte ich jetzt nicht. Nerv mich nicht. Ich will jetzt Geschwindigkeit messen. Und mal hier mal ein bisschen Action haben. Ne? Okay. Der fährt zu schnell. Der fährt ja viel zu schnell. Geschwindigkeitsübertretung. Funktionen, Aktionen und rauswinken. Immer diese Rase. Ihr könnt übrigens, ich kann euch versprechen, am Ende des Videos gibt's nochmal für euch eine Slow-Mo von diesem geilen Überschlag eben. Ich warte ja seit der ersten Folge mal wirklich auf den absoluten echten Cobra 11-Moment und das war schon mal einer. Ich meine, gut, bei Cobra 11 wäre jetzt noch explodiert und ein riesen Sattelschlepper wäre wahrscheinlich hinten reingerast und wäre dabei auch noch explodiert und ein Aral-Tanklastwagen wäre dann auch noch in die Luft geflogen. Aber für den Anfang ist das schon mal ganz okay. So, ich stehe wieder extrem gefährlich hier. Fahrer befragen. So, wer ist das? Ach, eine Frau, ne? Eine Raser. Bitch. Und so, das tut sie noch so unwissend. Das gibt Ärger. Geschwindigkeit. Viel zu schnell sind sie gefahren. Sie waren mit 91 in einer Zone unterwegs, in der sie nur 80 hätten fahren durften. In der sie nur 80 hätten fahren durften. Ich weiß, Andi, es ist heiß draußen, aber du hast doch deine Mütze auf. Ein Sonnenstich ist eigentlich ausgeschlossen. Ah, daher werde ich nun eine allgemeine Kontrolle durchführen. Warndreieck. Natürlich, im Kofferraum. Schön, hätte ich jetzt auch gesagt an deiner Stelle. Gegenstände. Nö, sagt sie. Dann glaube ich das jetzt mal. Nee, glaube ich nicht. Verbandskasten. Kofferraum. Ja, ja, mach mal nicht so auf heile Welt. Sturm der Liebe. Keine Drogen. Drogentest. Selbstverständlich. Negativ. Da hat auch jemand geschrieben, es ist ab und zu der Fall, dass der Drogentest positiv ausfällt, aber es soll extrem selten vorkommen. Aber vielleicht haben wir ja noch das Glück. Irgendwann in Folge 87. Alkohol. Das hat man schon öfters mal gehabt. Denke, Person sagt die Wahrheit. Gut, aber... Zwecks der Ordnung, ne? Wir sind ja Beamter. Machen wir trotzdem mal einen Test. 000. Und die Dokumente letztendlich. Ausweis.
Das ist Maria Braun in Tinas. Born am 14.07. Langweilig. Dokumente. Maria Braun. Aha. Firefly Trooper. Langweilig. Dann werde ich jetzt mal die Kalesche kontrollieren, wenn sie schon schnell fährt. Da ist sie wahrscheinlich schon öfters auch irgendwo reingerauscht und dementsprechend werden die Blinker kaputt sein und die Lichter. Geht leider. Ach Mann, so langweilig. Seid doch mal kaputt. Geht. Geht auch. Ah. Kann der Andi nicht den Blinker selbst kaputt hauen? Die merkt's doch nicht. Die guckt doch nach vorne. Moment. Jetzt. Blinker. Geht. Geht. Geht leider auch. Und letzten. Na komm. Hallo, nicht Kofferraum. Die Lampe! Linke. Ja, super. Hier läuft alles. Alter, was hat sie denn hier? Ein Verbandskasten ohne Haltbarkeitsdatum. Aha. Das ist eine Filmrolle. Hat den letzten Porno drauf abgewickelt. Indem sie die Hauptrolle spielte. Ein Warndreieck. Und wieder hier eine Menge Leichensäcke. Hier der Vater. Hier ist die Mutter drin. Hier das kleine Kind. Und hier die Katze. Naja. Gut, dann wird mich das Spiel gleich wieder anschnauzen. Dass ich noch nicht genug kontrolliert habe. Ich mache aber mal Personenfunk. Vielleicht gibt es ja da noch ein paar nette Erkenntnisse. Nein, bleiben Sie entspannt. Als ob ich nicht entspannt bin. Fahrzeugfunk. Ach Gott. Na dann. Dann nochmal hier ansehen. Jetzt habe ich wirklich alles gemacht, was man machen kann, oder? Ja, nee. Ab Bußgeld geht nicht, obwohl sie zu schnell gefahren ist. Hä? Wieso kann ich ja kein Bußgeld geben? Das kapiere ich jetzt nicht. Vielleicht könnte sie in Gewahrsam nehmen. Wegen ein bisschen zu schnell fahren, das macht man ja eigentlich. Warum geht kein Bußgeld? War die Überschreitung nicht so hoch? Gut, dann halt verwarnen. Weil der Andi hat heute seinen netten Tag. Ja, alles okay. Wow, ich bin Pom. Polizeimeister Andi. 2 Sterne auf den Schultern. Ich hab 2 Sterne auf den Schultern. Denn ich bin der Babo Andi. Zentrale an Otter Moor 01. Vorsicht, Gegenstände auf der Fahrbahn wurden gesichtet. Auf der A32 in Richtung A42. Entfernen Sie die Objekte, um Sicherheit zu gewährleisten. Will ich das? Will ich das? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Das ist mir zu langweilig. Ich mach nochmal eine Aktion und zwar eine Musterung. Geschwindigkeit war ein bisschen öde jetzt. Warum kann ich nicht mustern? Warum kann ich nicht mustern? Warum kann ich jetzt wieder nicht mustern? Jetzt kann ich mustern. Komisch manchmal. Funktioniert es nicht so wirklich. Och, jetzt hat mich das Spiel wieder gedisst, weil ich zu weit aus der Map rausgefahren bin. Ich muss mich natürlich in diesem Bereich da oben bewegen, wo die Karte zu sehen ist. Mehr gibt's halt nicht. Zentrale an Otter Moor 01. Eile ist geboten. Unfall mit mehreren Fahrzeugen auf der A42 in Richtung A32. Fahren Sie hin, sichern Sie und sammeln Sie Daten. Nö. Nö. Okay. Alles klar. Alles klar, Herr Kommissar. 10,8 Kilometer. Na gut, immerhin sind wir schon auf der richtigen Spur. Das heißt, da geben wir mal richtig Stoff. Entschuldigung, ich war gerade mit dem Blaulicht beschäftigt. Kannst aber aufpassen hier. Hässliches Auto. Blaulicht. Oh mein Gott. Oh. 69% Schaden. Ah, ich bin heute nicht konzentriert, ihr seht das schon. Gut, ich war bisher bei keiner Folge so richtig fahrkonzentriert, aber ich habe eine Ausrede, draußen ist Hochsommer und hier drin ist dementsprechend warm. Und ich bin so geschwächt heute. So, wir kommen der Sache näher. Langsam, aber sicher. Also nicht so sicher, aber mehr langsam.
So, vielleicht reagieren sie mal auf die Sirene. Und das ist denen scheißegal, ob ich Sirene und Blaulicht anhab. Das war im Polizei 2013 auch immerhin der Fall, dass die dann weggefahren sind oder Platz gemacht haben. Nix hier, ja. Toll, da hätte ich jetzt tolle Noten beim Eiskunstlauf bekommen für diese Pirouette. Und hier wieder Windräder, wunderschön. Eine sehr umweltbewusste Gegend, die gab es auch schon im Polizeisimulator 2013. Da gab es in der Stadt auch Windräder. Also die Entwickler, ich weiß nicht, ob es dieselben sind. Ich glaube nicht. So, weiterfahren. Viel weiterfahren. Und wenn wir das Ganze mal ohne Schlangenlinien schaffen. Stand da gerade Nonsens? Ich glaube, da stand gerade Nonsens auf dem Schild. Wie lustig. Nonstop Nonsens. Mann! Ach, das ist doch alles... Man kann das nicht steuern. Es ist ein Scheiße, ja. Ein Scheiße. Ich habe schon viele Simulatoren gespielt. Die haben meistens schlechte Fahreigenschaften, die Vehikel. Aber das hier ist ja wohl zum Kotzen. So. Und die Cockpit-Cam. Vielleicht sind wir da ein bisschen besser. Dumme Sirene mal aus. Hi, Chantal! Bitch! Chantal hat Todesangst, weil der Andi halt ein bisschen resoluter fährt als andere, mit denen sie normalerweise unterwegs ist. Chantal, Chantal! Ja! Wow, was Action hier! Ein Stunt nach dem anderen. Jawohl, Burnout. Und weiter geht's. Chantal, bist noch da? Mutti, Hilfe! Chantal, du sollst überhaupt froh sein, dass du auf dem Beifahrersitz hocken darfst. Mal hockst du hinten hier im Maxi-Cosi. Du Bulette. Guck mal da, was Windräder, ist ja Wahnsinn. Ich komme mir vor wie in der Zukunft. So, sind wir denn? Okay, wir kommen immer näher, 4,1. So. Ich wollte ja mal... Ach, das habe ich jetzt wieder vergessen. In der letzten Folge habe ich ja das Großstadtrevier angesungen. Ich wollte mal das komplette Lied singen. Da muss ich mir aber erstmal... Ah! Da muss ich aber erstmal richtiger Polizist werden, wollte ich gerade sagen. Nein. Da muss ich mir erstmal den Text besorgen. Wenn der Schutzmann ums Eck kommt, nimmt der jede Reis aus. Weil der Ede den Schutzmann nicht mag. Ich weiß nur so bestimmte Passagen noch, aber so zusammenhängend... wie gesagt, ich werde mir den Text mal besorgen. Wäre schön, wenn es da auch eine Karaoke-Version gäbe. Dann würde ich das im Hintergrund einspielen und könnte dann dazu singen. Aber naja, gut, den Text, den werde ich mir auf jeden Fall mal besorgen. Das gute alte... Truckstop-Lied. Ich weiß, wir haben hier kein Großstadtrevier, wir sind von der Autobahnpolizei, aber nee, ist ja egal. Spätestens zum nächsten richtigen Polizeisimulator gibt's das Lied dann noch einmal. Denn, ja, jemand hat geschrieben, es wird an einem Polizeisimulator 2 gearbeitet. Da freue ich mich ja schon wie Bolle drauf. Wir dürfen gespannt sein. Am Cabella Sumpf 02. Fahren Sie zur Wache Wald. Ja, jetzt habe ich mir auch selber auferlegt, noch eine Folge, mindestens noch eine Folge spielen zu müssen, wegen Großstadtrevier, ne? Aber naja, gut. Ich habe genug Thumbnails vorbereitet, also Folgennummern bis 20. Und ich hätte nie gedacht, dass ich eventuell mal alle benutzen werde. Naja, jetzt wollen wir erstmal diese Folge zu Ende bringen. Zentrale an Norbert Mohr. Fahren Sie zur Zentrale. Ach, scheiße, scheiße, scheiße. Ach, scheiße. Ich hätte da rausgemusst. Moment! Hey! Dreckschwein! Drecke des hier!
So, jetzt hoffe ich, dass ich keinen Schaden bekomme. Gut, jetzt bekomme ich, aber hier müsste der Schaden... Ne, hier kriege ich keinen Schaden. Hehe. Lacht nicht. Ich bin die Polizei. Ich darf das. Ich bin der Andi. Seit wenigen Minuten Polizeimeister. Mit 2 Sternen. Ich habe 2 Sterne auf der Brust. Ich bin ein Andi. Ein Andi. Ein Andi. Zentrale am Norbert Mohr 01. Melden Sie sich. So. So, wir sind richtig. Und wir sind gleich da. Alter, was ist hier für ein Verkehr? Hallo? Was hat denn der für ein Kennzeichen? Hatte der eben BER als Kennzeichen? Will der zum Flughafen Berlin-Brandenburg? Kein Wunder, dass er so langsam unterwegs ist. Passt ja alles. Ich weiß nicht, ob das BER ist. Lass mal sehen. Hallo? Ach, Mann. Mal kurz anhalten. Ah, Moment. Nee, BEURJ. Ah, toll. Nicht mal den kleinen Gag haben sie gemacht. Mann. Ja, ist ja klar, ist ein Simulator. Den müssen wir ernst nehmen. Eieiei, richtiger Stau entstanden hier. Massenkarambolage fast schon. Na dann. Sorgen wir mal für Ordnung. Ordnung. Aussteigen wäre ganz hilfreich. Chantal bleibt sitzen. Besser ist das. So, alter Vater, was? 7-mal skizzieren. Oh Gott, das dauert. Erstmal Pylone aufstellen. Ich werde danach auch gar nicht mehr zur Wache fahren. Das dauert nämlich alles viel zu lang. Den Weg zur Wache, den stellt ihr euch dann bildlich vor. So, okay. Wenn ich das schon wieder höre, wie da hinten gehobt wird, könnte ich ausrasten. So, die Leuchte. Zack. Dann 7-mal skizzieren. Ach, guck mal, hier ist sogar ein Krankenwagen. Und der sieht fast gleich aus wie der aus dem alten Rettungswagen-Simulator damals. Ja, aber doll, was? Hui, hui, hui. Das ist ja wirklich eine Massenkarambolage. Das ist ja... Ach ja, der ist natürlich auch wieder dabei. Der größte Unfall bisher. Der Super-GAU. Schöner Name für die Folge. So, wir skizzieren. Aha. Wir skizzieren weiter. Wir skizzieren wie ein Weltmeister. Ja, Andi. Hast du getrunken? So. Schön. Müssen wir jetzt mit denen allen reden? Really? Ja, ist klar. Wir müssen ja gucken, wie das passiert ist. Ich weiß. Mich interessiert es ja auch ein bisschen. Wer hier die Schuld trägt. So, wir haben skizziert. Mit 3 Unfallbeteiligten müssen wir sprechen. Geht ja noch. So, hier ist schon die Feuerwehr. Frag mich, wo die alle sind. Hier stehen Rettungswagen, hier steht ein Feuerwehrauto, aber sonst, wo sind die? Nächste Raststätte. Ein Picheln. So, Fräulein, hallo. Der Andi ist noch schlimmer zu steuern als das scheiß Auto. So, die ist besoffen, sehe ich jetzt schon. Hallo. Hallo. Och, Kacke! Und die Leuchte erstmal wieder aus den Händen legen. Alter! Gehen wir doch nicht auf den Senkel! Spiel. Ah. Ah. Ja, hup, hup. Ich denke, dass ich eine Menge XP hierfür bekomme, wenn ich alles richtig mache. So. Hi. Hallo. Guten Tag. Sie sind extrem aufgewühlt und besoffen, aber ich stelle Ihnen trotzdem ein paar Fragen. Ja. Dokumente bitte. Hier, nehmen Sie. Ausweis. Lena Wittelsbach aus Malbeck. Okay, Dokumente. Mhm, Meier AG. Alles klar. Drogen. Die hat doch garantiert was genommen. Mhm, hat sie nicht. Denke ich mal. Alkohol. Ist immer so langweilig, aber man muss es halt machen, um die volle Punktzahl zu bekommen. Ich denke, man muss es machen. Mhm. So, jetzt kommt das Interessante, der Hergang. Ich weiß nur noch, wie vor mir plötzlich ein paar Autos eine Vollbremsung gemacht haben. Und ich mit meinem Lieferwagen fast mit voller Geschwindigkeit reingebrettert wäre.
wenn ich nicht vorher sofort gebremst hätte. So ist es wenigstens nur ein Blechschaden geworden. Vielen Dank. Ja, man kann von Glück reden, dass nicht noch mehr geschehen ist. Gut, dass ich so flott reagiert habe. Gut, dann können wir die schon mal entlassen. So. Tschüss. Ja, da ist wahrscheinlich der ganz vorne schuld. Ja, natürlich, Mr. Ringelhemd. Ah. Ich glaube, wir legen das als mein neues Profilbild so benutzen. Ah. Albträume. Guten Tag. Was tanzt der hier so rum? Mann, oh Mann. Was ein Hemd. Dokumente. Wer ist denn das? Jonas Wittelsbach? Ist das der Bruder von ihr? Er heißt auch Wittelsbach. Ja, tun sie so, als kennen sie sich nicht. Ja, doch. Ja, ja. Oh, Drogentest. Drogentest, Drogenfest. Schön. Alkohol. Nein, ich habe nichts getrunken. Ausnahmsweise glauben. Puste, pust. Oh, komm schon. Jonas Wittelsbach. RTL hat er als Kennzeichen. Ja, so sieht er auch aus. Hergang. Ganz entspannt bin ich gefahren. Ganz entspannt. Habe Radio gehört. Ein wenig mitgesungen. Wenn der Schutzmann... Das kommt mir bekannt vor, ja. Da fährt plötzlich so ein Spinner übelst hinten drauf. Ich war nicht einmal auf der Überholspur. Dann habe ich irgendwie reagiert, gebremst, eingelenkt und so. Ich bin froh, dass ich das überlebt habe. Ne, ich nicht. Vielen Dank für Ihre Aussage. Ich hoffe doch sehr, dass Sie Ihr Radio nicht zu laut aufgedreht haben, um abgelenkt zu sein. Der hat Helene Fischer gehört. Das ist nämlich sein heimlicher Schwarm. Ja, da können wir hier auch nichts mehr machen. Tschüss. Müsste doch hier irgendjemand zu verknacken geben. Der Dritte. Der Dritte. So, gehen wir weg hier. Nummer 3. Da stand doch noch irgendjemand. Na, natürlich er wieder. Dokumente. Jonas Fischer aus Kniefelde. Alkohol. Nein. Ich denke, das ist... Oh, einer wenigstens. Einer könnte doch mal was trinken. Warum sind die alle so sauber hier? Obwohl sie nicht so aussehen. Ah, Mann! Ja, der Drogentest ist, glaube ich, auch nur eins von 1000 Mal positiv. Muss man viel Glück haben. Ja, danke. INN in GmbH. Ja, und dann der Hergang. Alle unschuldig bisher. Haben Sie mal versucht, mit einem Lastwagen auf der Autobahn schnell zu reagieren? Als die PKWs vor mir den Unfall verursacht haben, waren Sie vielleicht 100 Meter von mir entfernt, aber das hat nicht mehr gereicht. Ich bin froh, dass Sie trotzdem mit Ihrem LKW noch relativ früh reagieren konnten. Hätten Sie erst ein paar Meter später... Ja, Peter, hättest du mal später, Meter. Kaum auszudenken. Ja, ich kann die nicht verknacken. Wer ist jetzt schuld überhaupt? Keiner oder alle? Ich muss am liebsten alle mitnehmen. Na dann. Tschüss. Ja, dann einsteigen und berichten. Ich mach Feierabend. Auf der echten Autobahn wäre der Stau jetzt schon 10 Kilometer lang. Hier stehen nur, weiß was ich, 15 Autos vielleicht. Naja. Okay. Ja, 1250 XP, das ist nice. Alles richtig gemacht. Wer auch immer schuld war. Ich denke, es war eine Verkettung unglücklicher Umstände, wie es im Bericht dann steht. Das waren die hässlichen Finger von Chantalle. Der Unfall ist freigegeben. Die Schnauze. Der Verkehr läuft wieder. Schichtende beantragen. Ich habe genug gearbeitet für heute. Zur Wache fahren wir jetzt nicht mehr. Das wird zu lang dauern. Ich beende die Folge. Hoffe, ihr hattet Spaß. Und in der nächsten Folge werde ich wieder singen. Das war eine Drohung. Bis dann. Ciao.